Heute läuten die Glocken hinter Türchen 17 und Weihnachten naht mit immer schnelleren Schritten heran und ja, hängt die Glöckchen auf, dann hören wir es, wie es herannaht. Dieses kleine funkelnde Etwas, wie ich das gemacht habe, warum das so funkelt, klar, weil es Gold ist, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ding, dong, ding, dong. Eine Glocke. Oben rund. Und nach unten etwas ausschlagen, wie bei so einer Schlaghose. Und jetzt könnt ihr es gerne glatt hier rüberziehen oder wir machen so einen Bogen. Also die Glockenform an für sich finde ich eigentlich sehr einfach. Man kann natürlich auch Glockenformen gibt es einige, ne? So, dann hier unten dieses Ding, was da drin hin und her schwingt und Melodie macht. Und dann können wir natürlich auch hier sämtliche Muster oder sowas reinmachen. Und einen Aufhänger mache ich jetzt hier gar nicht ran, weil hier kommt ja dann der Anhänger eh ran. Und das mache ich so nah ran, dass das gleich so den Glockenanhänger widerspiegelt. Ein bisschen wegradieren. Und dann grundiere ich das mit Gelb vor. Ich habe hier noch Gelb drin. Also typisch, ne? Typisch irgendwie goldartig. Ihr könnt es natürlich auch richtig Gold machen. Aber mit Gold gehe ich hier gleich bestimmt auch noch ran. Ich mache es mir auch gar nicht so kompliziert. Ich gehe jetzt hier tatsächlich nur noch mit Gold ran. Ich werde die Details oder die Akzente hier so mit Gold noch machen. So, und da sind wir auch schon fertig mit der Glocke. Die lasse ich jetzt so. Ganz schlicht und einfach. Und mit dem Gold kann die so richtig schön schimmern, dort wo ihr immer sie auch hinhängt. Ding, dong, ding, dong. Da funkelt sie vor sich hin, die kleine Glocke. Und wie ich auch gemeint hatte, ne, den Anhänger habe ich oben direkt an den Rand von der kleinen Illustration der Glocke gemacht, so dass sie schön geläutet werden kann. Nein, dass sie natürlich auch super angehängt werden kann. Ja, dann lasst es heute läuten. Ich freue mich auf eure Glöckchen und wie ihr könnt ja auch mehrere Glöckchen machen, also so mehrere, vielleicht auch an einem Bund. Ach, das sieht bestimmt auch schön aus. Und ich freue mich auf eure Ergebnisse. Teilt sie mit mir unter dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Markiert mich auch gerne dabei. Und ja, auch wenn ihr hier die Videos regelmäßiger sehen wollt, abonniert mich, schaltet das Glöckchen ein und ihr bekommt eine Benachrichtigung aufs Telefon. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis morgen. Tschüss.